Hallo, herzlich willkommen im Naturatelier Schatztruhe, der Kobernaußerwaldhexe. Ja, ich muss den Ton jetzt anders aufnehmen, weil es nicht funktioniert hat. Aber es wird schon gehen so. Ja, in großer Freude bin ich, denn meine liebe Hexenfreundin, die Kräuterhexe Runa, die hat mir ein Bäckchen zukommen lassen. Und ich liebe Bäckchen. Und wenn das da so mit der Post hereingeflattert kommt ins Haus, dann bin ich immer ganz aufgeregt. Ja, und ich habe ja bei der Kräuterhexe Runa ein Bäckchen gewonnen. Haha. Ja, da ist es schon. Genau. Und ich konnte nicht umhin schon hineinzuschauen, denn es ist am Freitag angekommen und das halte ich natürlich nicht aus. Also ich weiß schon ganz genau, was drinnen ist. Haha. Ja, und diese Schätze stelle ich euch dann vor. Die Kräuterhexe Runa besucht sie unbedingt auf YouTube und auf Instagram, denn sie ist eine ganz besondere Frau. Sie ist sehr, sehr magisch kräuterkundig. Ja, da ist was drinnen, das zeige ich euch dann. Kräuterkundig und es ist ein Ohren- und Augenschmaus, ihr zu folgen. Bitte schaut unbedingt rein. Ihr werdet begeistert sein. Ja, und ich bin's auch. Ja, was ist da wohl drinnen? Das werdet ihr dann gleich sehen. Ja, meine Lieben, bleibt dabei, wenn ich das Bäckchen auspacke und euch dann ein bisschen erkläre, was da so alles an Schätzen drinnen ist. Liebe Kräuterhexe Runa, ich danke dir ganz herzlich und gleich geht's weiter. Ja, das Erste, was ich sah, als ich das Bäckchen öffnete, war der Brief an mich. Und da steht: Liebe magische Hexenfreundin, ich freue mich wirklich sehr, dass die Wassersteine an dich gegangen sind. Und jetzt wisst ihr auch schon, worum es geht. So können sie dein Wasser nun beleben und dir Gutes tun. Viel Freude damit. Ein kleines Büchlein hat sie auch noch dazu gelegt, die liebe Kräuterhexe Runa, mit ganz vielen Tipps für Edelsteinwasser. Ganz liebe magische Grüße, Kräuterhexe Runa. Und da ist auch schon das Buch. Und Ostereier hat sie mir auch dazu gelegt. Ha, große Freude. Ja, und die Steine, meine Lieben, schauen wir mal rein. Zauberei, Zauberei, Hex, Hex, da sind sie schon. Ah, schaut mal, eine Pracht, oder? Oh, großes Dankeschön. Regenbogenfluorid stehen für tägliche Prüfung. Hektik und Stress lassen sich mit Hilfe des Regenbogenfluorids umkehren und unser Auge erhält durch das bunte Licht innerlichen Frieden und baut täglichen Stress ab. Vielen Dank, liebe Kräuterhexe. Ich werde sie jetzt in eine wunderschöne Wasserkaraffe geben und somit mein Wasser herrlich beleben. Das Wasser kommt ja hier direkt aus dem Wald. Und in Kombination mit dem Regenbogenfluorid wird das eine Köstlichkeit sein. Ja. Und mein Kater, der Murli-Schnurli, der hat auch große Freude an dem Bäckchen und muss es natürlich gleich ordentlich inspizieren. Ja, neugierig sind sie, diese Katerwesen. Ja, Wasser,
Wasser ist Leben. Aus dem Wasser kommen wir. Und viele Sterbende berichten, dass sie von Wasser träumen. Und in vielen Märchen und Mythen, da gehen wir in die jenseitige Welt über das Wasser. Edelsteinwasser, ja, das ist was ganz Besonderes. Denn Edelsteine verbessern die Wasserqualität des Trinkwassers. Edelsteine halten Trinkwasser frisch und verbessern den Geschmack. Edelsteine neutralisieren negative Folgen technischer Trinkwasseraufbereitung. Sie beleben das Trinkwasser und verstärken dessen lebensfördernde Eigenschaften. Und Edelsteine bringen Heilwasser mit spezifischen Eigenschaften hervor. Ja, so steht's in meinem Büchlein, welches ich von der lieben Kräuterhexe Runa bekommen habe. Ja, es tut mir leid, die Tonqualität lässt zu wünschen übrig. Ich glaube, mein Handy gibt den Geist auf. Hilfe! Hoffentlich nicht. Vielleicht gibt sich das ja wieder über Nacht. Man kann ja noch hoffen. Ach, ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Dabeisein. Ich danke nochmal der lieben Kräuterhexe Runa. Alles Liebe, bis bald.